Blabbermouth. Excuse me? Guys, hey. Please, just calm down, okay? Whoa. Jeez. This place is so awesome. Oh man, cool. So, how do we get over there? There's gotta be a way somewhere. Ich hoffe, es hat sich jetzt nicht allzu viel wegschneiden müssen, weil ich gerade gesehen habe, dass es wieder ein kleines Problemchen gab bei mir da drüben. So dass. Ach, guck mal, ey. Aelin. Take my picture. Na klar. What are we supposed to do now? Mensch, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ja, und ihr Boys? What is it, Lynn? Hold on a sec. Moment mal. Hey, schön mit dir reden. Hallo. Oh, du blöde Sau. God damn, what a wreck. With a bridge that size, this is a disaster. Well, this is just great. Huh. It's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl. Just like you, Sally. Better be careful. What? That is so not funny. If I die, I am totally going to haunt you. Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. Ugh, as if. In your dreams, pervert. Perverso. Ah, voicemail. Okay, ich kann nichts mehr tun. Mit der kann ich auch nicht mehr tun. Mit ihm auch nicht. Was machst du da hinten, sag mal? Over here. Yo, what's up? Hallo. Ja. Ach, die rennen uns jetzt alle hinterher. Okay. Klar, wir rennen hier bei der Ersten mit. Wenn was passiert, wir sind die Ersten vor Ort. Oh, fuck. Eigentlich ist das sinnlos, dass ich Fotos mache. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben bestimmt alle so nach. Ja, dann mach doch Eier da hinten. Naja, mit solchen Hacken könnte ich auch nicht rennen. Tja, Pech. So ist eigentlich ganz entspannt, ne? Wenn es hell ist und dann kann ruhig die Monster kommen. Aber wenn ich da durch die dunklen Räume gehen muss, ist das echt nicht so geil. Ja, komm, mach mal Eier da hinten. Siehst du? Wie bei Silent Hill. Die Brücke ist dann einfach verschwunden. Und da hinten gibt es einfach auch gar nicht mehr. Ziel aktualisiert. So. Diese Stadt wurde vor langer Zeit verlassen. Sogar die Brücke zur Hauptstraße ist eingestürzt. Sieht so aus, als würden sich alle gerne dort einmal umsehen. Mhm. Außer der da hinten, der kackt sich ein. Kann ich mit dir reden? Hallo? So. Theoretisch, Fotos ist sinnlos. Brauche ich eigentlich das Handy auch nicht bei mir haben. Wir gucken mal. Kann ich jetzt hier in solche Räume rein? Oh, du rennst mir hinterher, Schnurri. Na dann, auf. Ich weiß halt ehrlich gesagt nie, wie das mit den Hinweisen ist, die wir hier finden können. Ach, ich wollte gerade sagen, wo sind denn die alle? Da hinten sind die? Ist das Ira? Ich glaube, das ist Ira, ne? Huch.
Kratter da hinten einfach los, weißt du? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ja, und an eurer Stelle würde ich eigentlich flinke Füße machen und wieder davonfahren. Aber wir kennen es ja nicht anders. Oh, hier kommt die Gruselmusik. Huch. Hier ist Gruselmusik und hier wird's blau. Das bedeutet ein Hinweis oder ähnliches gefunden Soldatenorden. Ja, darf ich mal Oma darüber was lesen, sag mal? Ist nichts. Nichts. Dieser Orden wurde einem verdienten Soldaten namens Zareb verliehen. Zareb. Aha. Ja, schönes Foto von ihr. Tipptopp. So, den Müll, den können wir eigentlich auch mal fotografieren. Gut, weiter geht's. Ach, Moment mal, warte mal, kann ich hier hinten? Sag mal, was ist das denn immer? Das kackt immer mal ganz kurz ab und ich hoffe aber, mit meiner Aufnahme läuft alles super. WTF. Ich weiß nicht, was das ist. Hatte das was mit der Einstellung zu tun? Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Untertitel, ja. Okay. Boah. Hier passiert gar nichts, wisst ihr? Und ich schieb schon wieder harte Welle. Die ganzen Türen sind zum Glück verschlossen. Aber was mich wundert, es ist halt sehr, sehr groß. Ne? Man kann jetzt hier übelst rumgucken. Aber es ist halt nichts. Das wundert mich halt immer so. Dass alles ist so verschlossen und vernagelt. Hier hinten ist auch nichts. Hm. Na gut. Dann könnten wir eigentlich bloß noch zurück, weil hier ist eigentlich jetzt nichts mehr. Silver. Eine Tür jetzt auf? Nee, ne? Was ist das denn? Hört ihr das? Okay, so Schnucki, ich bin wieder da. Wir können weiter. Fällt doch nicht dahin, die kommen wohl nie mit, oder? Ja, lauft einfach. Mhm. Ich fotografiere einfach mal alles. Mache ich privat auch sehr viel. Ja, wo ist denn der Noob hin? Hm. Also sie folgt mir. Der andere Heinz, weiß ich nicht, wo er da hin ist. Und ich kann mich nicht runterstürzen. Und warum die andere nicht mitkommt, das ist wirklich eine Frage. Na, die Lehrerin, die lässt einfach die Leute laufen. Ja, lauf einfach. Passiert schon nichts. Ja, ne? Würde ich auch so sagen, Madame. Also wir machen nochmal schnell ein Abschiedsfoto. Genau, hübsch wie eh und je. So. Bloß für den Fall der Fälle. Bisschen scheiße gelaufen, oder was? Bist du in Scheiße gelaufen? Na, da lacht sie. Gut. Wo müssen wir hin? Von der Kosmo gekommen. Okay, wir gehen jetzt hier hoch.
Und... Ich wollte nicht Spaß sein, ich würde mich nie trauen hier. Okay, gut, wir gehen erstmal hier hin. Erstmal kurz alles abchecken, ob hier irgendein Geist eventuell ist. Aber ich vermute mal eher nicht. Okay, doch ein Hinweis, irgendwo ist ein Hinweis. Da. Ah, ein Brief. Endlich. Neue Stadt, neuer Lebensabschnitt. Ich glaube, ich kann hier glücklich werden. Alles geht so ruhig und einfach seinen Gang. Die Leute hier sind freundlich und es hilft, dass man auch viele andere Ausländer auf der Straße trifft. Ich hatte auch sofort Glück mit der Wohnungssuche und konnte mich ohne viel Verzögerung in einem Haus einmieten zu einem unglaublich günstigen Preis. Der Hauseigentümer sagte mir, dass diese Stadt einige schwere Jahre hinter sich hat. Überflutungen, Erdrutsche, Feuer. Klingt ziemlich heftig, aber es sieht so aus, als wären die Leute irgendwie klargekommen. Morgen ist mein erster Arbeitstag im Krankenhaus. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Krankenhaus ohne. Im Krankenhaus also. In einem Haus einmieten. Ja, das hat aber alles so Vor- und Nachteile mit Wohnung kaufen, Wohnung mieten, Haus kaufen. Hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Das kann mir echt nichts mehr tun. Das ist alles so ein bisschen, was ich immer nie verstehe. Man findet in Horrorspielen oder allgemein in Spielen kann man manchmal übelst die Gänge, übelst die Räume durchlaufen und durchsuchen, aber nie ist ein Hinweis mehr dabei. Aber die werden das schon wissen, warum. So, was finden wir denn hier? Nichts. Aber komm, wir gehen hier rüber. Dort hoch gehen wir gleich. Wir gehen erstmal hier rüber, ne? Ja, okay, lauf aber bitte nicht so schnell. Ja, Ira. Mach nix, dass hier mir ein Stück Schlüpper rausguckt. Das ist alles normal. Aber so. Okay, so, wir gucken mal, ob wir jetzt hier drüben... Darüber solltest du dir wirklich Gedanken machen. Euer Schulabschluss ist nicht mehr lange hin. Ich weiß, ich habe es ja schon versucht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist alles. Tja, für den Anfang überlege doch mal, was deine Interessen sind. Was? Was, sind die uns jetzt gefolgt oder was? Ah. Emir. Hä, sind die uns jetzt gefolgt oder was? Hä? Oh ja, da sind sie. Ach naja, hallo, ja, ich komm dann auch mal. Ja, mittlerweile sind alle tot, aber ja, das ist schon okay. Ja, schön, dass ihr auch mal wieder da seid. Los, Ira. We going hier hoch. Ja, wenn das die mal fragt, wo der andere ist, ne? Nö, ach, ist schon okay. Füße. So. Hallo? Komm ich hier rein? Hier sieht's so. Okay, nee, ich komme nicht rein. Oh Gott, der andere ist bestimmt schon tot. Theoretisch brauche ich es eigentlich nicht versuchen. Wir kommen hier nirgendwo rein. Nö. Warte mal, finden wir hier drüben vielleicht irgendetwas? Oh, mein Gott. Ira, was ist bloß hier passiert, ne? Das ist auch natürlich so eine ganz spannende und wichtige Frage. Das ist echt eine sehr, sehr korrekte Frage.
Und das wirst du bald herausfinden. Geh noch den Gang da hoch, den Weg da hoch. Irgendwann wirst du angeschossen oder gefressen. Wo ist denn der andere Noob hin? So, wo gehen die jetzt lang? Hier oder? Okay, die meisten gehen hier lang, aber ich guck mal kurz hier. Da geht's bestimmt nie weiter da hinten, oder? Ach, guck mal, da hinten ist auf. Oder drüben ist auf. Oder auch nie. Hä? Guck mal, hier fehlt die Tür. Die Tür fällt einfach, okay. Mein Gott, wir sollen ihnen vielleicht folgen, oder? Fuck, ich folge den einfach mal. Mir ist das ein bisschen zu heiß hier. Wir sind ja auch gute Schüler. Oh. Sehr schön. Oh. Wieder eine Medaille. Giorno. Ach, hallo. Oh ja, klar. Da ist er. Na klar, warum Weg nehmen, ne? Einfach so über den Rasenbrett. Und das ist schon in Ordnung. Oh, wir sind so böse. Oh, noch schnell ein Abschiedsfoto. Ja, und normale Menschen gehen da jetzt natürlich rein, ne? Fuck. Ernsthaft, müssen wir da jetzt echt rein? Warte mal, wir warten mal auf die anderen. Bis sie dann nachher zuschnallen. Mal gucken, was sie sagen, ob wir jetzt da reingehen müssen. Aber höchstwahrscheinlich müssen wir da rein. Wollen wir da rein? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich gucke mich bloß mal hier noch ein bisschen um. Hey, doesn't that seat look exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Typical girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. Wanna come? Maybe later. Okay, you're lost. Hey, where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are hey, we going be now? Careful. I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even phased. And you threw a rock at him. No, it was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. For free, though. Right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Hold on. They've been in there for a really long time. We should probably go check on them. Na klar. Man wartet natürlich da auch erstmal bis abends. What's wrong, Lynn? Shouldn't we be catching up to them? Nee, eigentlich, ne, weil... I have a bad feeling about this place. Ja, man hätte ja auch einfach mal eher gucken können. Kann ich hier in die Licht machen, sag mal?